Freiburg im Breisgau. Die beliebte Stadt im Südwesten Deutschlands genießt internationales Renommee. Freiburg zeigt sich in südlichem Flair und mit einem besonderen Charme. Ein Magnet für Besucher aus aller Welt. Freiburg ist auch ein Fenster zur Zukunft. Die Sonne über den Dächern. Hier in der Solar City versteht man es besonders gut, sie zu nutzen, zur klimaschonenden Energieerzeugung. Eines der innovativsten Projekte in Freiburg ist das Sonnenschiff, ein Büro- und Dienstleistungsgebäude mit zukunftsweisendem Energiekonzept. Entwickelt und realisiert von Solararchitekt Rolf Disch. Sein Credo: Ökologie und Ökonomie schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, sie bedingen sich gegenseitig. Lebensqualität statt Verzicht. Unter diesem Motto realisierte er eine komplette Solarsiedlung mit 60 Plus-Energiehäusern. Ein Projekt, das Maßstäbe setzt für ein neues Planen und Bauen im Zeitalter des Klimawandels. Wir haben hier eine ganze Siedlung realisiert mit Plus-Energiehäusern. Das sind also Null-Emissionshäuser oder sogar Häuser, die mehr Energie produzieren über das Sonnenangebot, als in den Häusern verbraucht wird. Und insofern haben wir praktisch die Energiewende hier vollzogen. Und wir haben bewiesen, 60-fach ja, bewiesen, dass das funktioniert mit Wohnhäusern. Und wir haben jetzt auch mit dem Sonnenschiff als Gewerbegebäude auch bewiesen, dass es auch geht. Also auch im Gewerbebereich kann man eben mit der Energie effizient umgehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Sonnenenergie einsammeln und eben zur Verfügung stellen. Das Sonnenschiff, modernes Büro- und Dienstleistungsgebäude. Zukunftsweisende Architektur auf 125 Meter Länge und 6000 Quadratmeter Nutzfläche. Das Konzept ist rund. Im Erdgeschoss bieten ein ökologischer Supermarkt sowie ein Qualitätsdrogeriemarkt hochwertige Produkte an. Zu den Nutzern der Büroetagen gehören renommierte Institutionen wie das Öko-Institut und die GLS Gemeinschaftsbank. Rolf Disch hat für das Gebäude eine neuartige Energiefassade entwickelt. Sie bietet klimaschonende Beheizung im Winter und natürliche Kühlung im Sommer. Die Außenwand ist mit neuartigen Vakuumpaneelen hochwirksam gedämmt. Außen angebrachte Jalousien verhindern die Aufheizung im Sommer durch Sonneneinstrahlung. Spezielle Lüftungspaneele sorgen für Abkühlung in der Nacht. Das ausgeklügelte Lüftungssystem ergänzt die Energiefassade zur perfekten ökologischen Kühlung. Insgesamt 900 Quadratmeter große Solaranlagen auf den Dächern decken den Strombedarf der Büros, Praxen und Wohnungen. Das Sonnenschiff. Zukunftsweisende Architektur für ein klimaschonendes Planen und Bauen. Vorbildliche Architektur für ein neues Zeitalter, dem Zeitalter der Sonne.